Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Es war Chaos, ein Trümmerfeld. Das sah aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Zwei junge Männer hatten sich ein Wettrennen geliefert. Dabei starb ein Unbeteiligter. Die Verletzungen waren wirklich brachial. Die Tachonadel war stehen geblieben bei 212. Für ihn war die Straße eine Rennbahn. Sie haben sich wirklich wie die Könige des Kudamms benommen. Kein Verkehrsunfall, sondern Mord. Dieses Urteil wurde rechtskräftig. Erstmalig in der bundesdeutschen Geschichte. Guten Abend zu Kripo Live, Tätern auf der Spur. In Deutschland gibt es jedes Jahr mehr als 2 Millionen Verkehrsunfälle. Gründe dafür sind häufig Unachtsamkeit, schlechte Straßenverhältnisse, technische Mängel. Anders ist es bei illegalen Autorennen. Hier nehmen die Fahrer eine tödliche Kollision bewusst in Kauf. So geschehen bei einem nächtlichen Rennen in Berlin 2016. In diesem Fall gab es ein viel beachtetes Urteil, das nur durch die akribische Arbeit der Ermittler möglich wurde. Berlin-Kurfürstendamm. Rund um die Gedächtniskirche ist immer Trubel. So auch am 31. Januar 2016, ein Sonntagabend. Menschen eilen vom Kinobesuch heim, Touristen bummeln über den Kudamm. Es ist ein kalter Winterabend. Dann wird es Mitternacht. Ein Horrorunfall mitten in Berlin. Es war kein gewöhnlicher Verkehrsunfall und die Bilder machten das auch deutlich. Der Aufprall der Fahrzeuge war so heftig, dass Steine splitterten, eine Ampel zerbrochen ist. Der Ort des Geschehens, Nürnberger Ecke, Tauentzienstraße, Berlin. Als ich am Unfallort eingetroffen bin, galt es als erstes, mir einen Überblick zu verschaffen. Den ersten Blick, den ich erlangen konnte, es war Chaos, es war ein Trümmerfeld. Auf einer Strecke gefühlt von 100 bis 150 Metern lagen Autos. Das Fahrzeug befindet sich hier auf der Mittelinsel. Kennzeichen kann nicht mehr aufgenommen werden. Ein Bereitschaftspolizist dokumentiert die ersten Minuten nach dem Eintreffen der Polizei am Unfallort mit der Videokamera. Und circa 10 Meter dahinter ein weiteres rotes Fahrzeug. Ich habe mich zusammen mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr, der Notärztin, zu dem Jeep begeben. Und es galt darum abzustimmen, wie wird dieser Jeep jetzt angehoben durch die Feuerwehr, um die Person daraus zu retten. Die Notärztin ist dann nochmal halb in den Jeep reingekrochen, hat die Person untersucht. Und hat dann gesagt, dass sie verstorben ist, dass hier keine Rettung mehr durchgeführt werden muss. Die Einsatzkräfte rufen sofort die Leitzentrale der Berliner Unfallgutachter an. Dort hat Michael Weide in dieser Nacht Bereitschaftsdienst. Die Bedingung dafür, dass ein Sachverständiger an den Unfallort gerufen wird, ist, dass entweder eine Person getötet wird, also direkt vor Ort verstirbt, oder aber mit dem Ableben zu rechnen ist. Inzwischen haben die Einsatzkräfte 2 Fahrer und eine Beifahrerin ermittelt, die am Unfall beteiligt waren. Wie durch ein Wunder haben die 3 nur relativ leichte Verletzungen. Es gab dann Personen, die den Fahrzeugen zuzuordnen waren. Und die sind zentral bei der Feuerwehr an den Rettungswagen gesammelt worden. Verursacher des Verkehrsunfalls habe ich nur ganz, ganz kurz gesehen. Und nur zu dem Zeitpunkt, als sie als Beteiligte des Verkehrsunfalls am Rettungswagen gesammelt worden sind. Sie waren unverletzt. Sie sind durch uns rechtlich belehrt worden. Gegen 2 Uhr. Der gesamte Unfallort in der Nähe der Gedächtniskirche ist jetzt weiträumig abgesperrt. Und man hat schon gesehen, dass das Ausmaß der Beschädigung an den Fahrzeugen und das Spurenbild, also wie weit das Splitterfeld sich ausgebreitet hatte, dass das einen Eindruck hatte, wie man ihn in Berlin eigentlich nicht erlebt. Jetzt beginnt die Arbeit von Unfallgutachter Weide. Er wird bis zum frühen Morgen hier sein. Jedes kleine Detail kann wichtig werden. Es sah aus, als wäre es im Unfallort auf einer Landstraße, wo so ein Disco-Unfall passiert ist, die Leute viel zu schnell unterwegs gewesen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass dieser Jeep,
Der war größenordnungsmäßig 70 Meter weit weg geschleudert worden, richtig wegkatapultiert worden. Und 70 Meter einen fast 2 Tonnen schweren Jeep Wrangler durch die Gegend zu schleudern, war mir sofort klar, das hat mit innerstädtischen normalen Geschwindigkeiten nichts zu tun. Und auch die anderen Wrackteile, die da rumlagen, waren so weit verstreut, das sah aus, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Dieser Anblick lässt auch den erfahrenen Gutachter nicht kalt. Am Morgen danach sind die Zerstörungen immer noch sichtbar. Die Polizei ermittelt noch, aber fast alles spricht für ein illegales Autorennen. Einen Tag später. Die Unfallakten landen bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Christian Fröhlich übernimmt den Fall. Die ersten Ermittlungen, die ich in diesem Verfahren einleitete, waren zunächst mal die Beauftragung des rechtsmedizinischen Gutachtens. Sprich, der Geschädigte musste untersucht werden, im Hinblick auf die Todesursache. Das ist nun die Aufgabe des renommierten Rechtsmediziners Professor Zokos von der Berliner Charité. Die Verletzungen waren wirklich brachial. Also das habe ich tatsächlich bis dahin bei einem Verkehrsunfall noch nicht gesehen, zumindest nicht in der Stadt. Solche Verletzungen sehen wir üblicherweise nur bei Sturz aus sehr großer Höhe, 10., 12. Stock. Das war wirklich einmalig bis dahin, dieses Ausmaß der Verletzung. Nicht nur eine komplette Schädeldachzertrümmerung, Sprengung der Schädelbasis mit Fraktur des Felsenbeins. Das Felsenbein ist tatsächlich der härteste Knochen im menschlichen Körper. Das ist etwas, was wir eigentlich nie gebrochen sehen, dieser Knochen. Wie schnell waren die Raser auf dem Kudamm tatsächlich unterwegs? Der Tacho eines der Unfallautos gibt dem Gutachter zunächst Rätsel auf. Die Tachonadel von dem Audi war stehen geblieben bei 212. Der konnte es gar nicht auf 212 km/h von der Kurve bis zum Kollisionsort schaffen. Das heißt, die Geschwindigkeit, die die Tachonadel angezeigt hat, war ganz sicher falsch. Woran liegt es? Es liegt daran, bei so einem Kontakt heben die Autos ab. Dadurch, dass hinten die Räder hochgehen, können die hinteren Räder schneller durchdrehen. Unfallgutachter Weide kann erst einmal nur eine Schätzung abgeben. Ich erinnere mich noch so genau daran, wie der Staatsanwalt von mir wissen wollte. Herr Dr. Weide, wie schnell war denn jetzt der Audi? Und dann sagte ich, naja, ich kann das grob überschlagen. Wir haben einen ganz ähnlichen Crashversuch gemacht. Und allein um den Jeep wegzukatapultieren, die Energie, die der Audi haben muss, um den Jeep wegzukatapultieren, die Schäden am Jeep zu erzeugen und die Schäden an sich selbst zu erzeugen. Das bedingt eine Geschwindigkeit des Audis von etwa 130 Stundenkilometer im unteren Bereich. Diese Info reicht Staatsanwalt Fröhlich zunächst. Am 25. Februar 2016 beantragt er Haftbefehl für die beiden Fahrer Hamdi H. und Marvin N. wegen Totschlags. Das Opfer ist der 69-jährige Rentner Michael Warschitzki. Er soll ein übervorsichtiger Autofahrer gewesen sein. Das ermitteln die Beamten schnell. Im Fokus von Kriminalhauptkommissarin Heike Wolf sind jetzt die beiden mutmaßlichen Täter, Hamdi H. und Marvin N. Dabei war eigentlich offenbar geworden, dass Hamdi H. seit Jahren schon als Einbrecher unterwegs war, als Tankbetrüger, dass er offensichtlich Fahrzeuge nutzte, um auch im Umland scheinbar diverse Einbrüche zu begehen. Es war ja auch schon mehrmals bei ihm durchsucht worden. Er war auch verurteilt worden schon als Einbrecher. Er hatte aber auch schon diverse Verkehrsdelikte begangen, auch mit Personenschaden. Er war auch schon mal den Führerschein losgeworden. Um zu klären, was in der Nacht auf den 1. Februar 2016 passiert ist, interessiert die Ermittler vor allem eines. Kannten sich die Fahrer? Und haben sie sich auf dem Kudamm tatsächlich ein Straßenrennen geliefert? Bei Marvin N. saß, anders als bei Hamdi H., eine weitere Person im Fahrzeug, eine Zeugin, die für uns natürlich zunächst mal irrsinnig wichtig war, weil sie das Geschehen als Mitinsassen des Fahrzeugs live mitbekommen haben musste. Die Ex-Freundin hat halt geschildert, das war ein zufälliges Zusammentreffen. Beide kannten sich aber offensichtlich auch.
aus Treffen in der Shisha-Bar, hatten auch über ihre Autos schon geredet. Die haben sich also da beide auf der Straße getroffen. Sie konnte uns ein Stück weit schildern, wo die illegale Wettfahrt begonnen hat. Das war kurz hinter dem Adenauer Platz in Berlin auf dem Kurfürstendamm. Und hatten dann mit Blicken so ausgemacht, offensichtlich sich so, ich sag's mal, angejuckt gegenseitig, dass man also so gegeneinander fährt. Heike Wolf ist sich sicher, dass sich die beiden zu einem illegalen Straßenrennen verabreden. Doch das muss sie erst einmal beweisen. Und wer hatte an der entscheidenden Kreuzung rot? Die Raser oder das Opfer? Wir haben auch Ermittlungen im Blick auf das Straßenverkehrsverhalten des Opfers durchgeführt, da wir letztlich auch ausschließen mussten, dass er möglicherweise bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist und möglicherweise auch eine Teilschuld an dem Unfall hatte. Stirbt Michael Waschitzki, weil er sich selbst nicht an Verkehrsregeln hält? Die Ermittlungen beim Opfer ergaben, dass er am Tatabend sich bei seiner damaligen Lebensgefährtin aufgehalten hatte. Sie hatten einen gemeinsamen Abend miteinander verbracht. Die Freundin berichtete uns, dass ihr langjähriger Freund ein so vorsichtiger Autofahrer gewesen ist. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, wie sie sagte. Also manchmal ist sie schon richtig ungeduldig geworden, anstatt mal loszufahren an der grünen Ampel. Er wollte gegen 23:45, 12:30 zu sich nach Hause fahren, fuhr dabei die Strecke wie immer über den Tauentzien hinweg zu seinem Wohnort. Doch sein Anruf, dass er zu Hause angekommen ist, bleibt diesmal aus. Erst am nächsten Morgen erfährt Michael Waschitzkis Lebensgefährtin von dem tödlichen Unfall. Die Ermittler haben noch immer keinen Beweis, ob Hamdi H. und Marvin N. bei Rot in den Jeep des Opfers gerast sind. Da kommt Unfallgutachter Dr. Weide, der Zufall, zu Hilfe. Ich bin an dem Geschäft vorbeigegangen. Das war damals so ein Bekleidungsgeschäft. Jedenfalls habe ich dann gesehen, dass da eine Kamera blinkt. Und diese Überwachungskamera hat aber nicht die Ampel gefilmt, sondern die hat den Shop gefilmt. Und dabei auch den Unfall. Der Feuerball nach dem Zusammenstoß ist im Schaufenster deutlich zu erkennen. Und noch etwas Entscheidendes fällt Dr. Weide im Video auf. Spiegelte sich dann auch der Jeep. Man konnte sogar sehen, wie der Jeep noch in die Kreuzung reingefahren ist. Ja. Gleichzeitig kann er die genaue Uhrzeit des Unfalls ablesen. Es ist 0.45 Uhr und 42 Sekunden. Außerdem kann er den Gegenverkehr beobachten und damit auf die Ampelphase rückschließen. Als wir erkannt haben, dass die Ampel auf jeden Fall rot war und ich erkannt habe, dass der überhaupt nicht in den Kreuzungsbereich eingucken kann, ist mir völlig klar gewesen, das ist nicht der Normalfall. Aber welcher Fahrer ist mit dem Jeep kollidiert? Der Mercedes war auf jeden Fall langsamer als der Audi, weil der Mercedes ja ein Blech hatte, was von hinten nach vorne von dem Audi verformt worden ist. Also musste der Audi das schnellere Fahrzeug von den beiden gewesen sein. Und zwar nachdem er den Jeep schon wegkatapultiert hatte. Beim Auslesen der Steuergeräte stellt Dr. Weide außerdem fest, der Audi von Hamdi H., hier in Blau, ist mit mindestens 160 Kilometern pro Stunde in die Kreuzung gerast. Im Mittelpunkt der Ermittlung steht jetzt die Frage, ist Hamdi H. klar, dass auch in einer ruhigen Sonntagnacht das Überfahren einer roten Ampel Menschenleben gefährdet? Und welche Bedeutung hat das für ihn? Geht er davon aus, dass schon nichts passieren wird? Oder ist es ihm einfach egal? Wir müssen quasi in den Kopf der Täter rein und uns die Frage stellen, haben sie ernsthaft darauf vertraut, dass hier niemand zu Schaden kommt? Oder haben sie es letztlich billig in Kauf genommen und haben sie sich damit abgefunden, dass hier möglicherweise auch unbeteiligter Mensch sterben muss? Die entscheidende Frage. Denn sie kann am Ende über Fahrlässigkeit oder Vorsatz entscheiden. Und damit möglicherweise über Mord. In der Untersuchungshaft bekommt Hamdi H. Besuch von einer Psychologin.
Für ihn war die Straße eine Rennbahn. Eine Rennbahn, wo er sich verhalten konnte, um sein Ego aufzupolieren. Das er in keinem anderen Ort aufpolieren konnte, weder beruflich noch familiär noch sonst wie. Jacqueline Bechli-Bietri aus Zürich zählt zu den renommiertesten Verkehrspsychologinnen in Europa und fertigt auf Antrag der Verteidigung ein Gutachten über Hamdi H. an. Dann haben wir bei Hamdi zusätzlich noch einen Intelligenztest gemacht. Diese Frage hat sich für mich aufgedrängt, weil man das Verhalten ja derart hirnrissig war, dass man sich tatsächlich fragen muss, hat er ein Intelligenzproblem? Hamdi H. hatte ja Migrationshintergrund, hatte seinen Hauptschulabschluss, konnte er irgendwie verspätet nachholen. Und im Intelligenzprofil zeigte sich, dass er diese Aspekte der Intelligenz, die sehr stark schulabhängig sind, in denen hat er nicht so gut abgeschnitten. Aber die Aspekte, wo der schulische Einfluss nicht so groß ist, da war er ziemlich gut. Der war natürlich gebrieft. Ich denke, der Anwalt hat ihm schon genau gesagt, dass er sich als selbstüberschätzend darstellen soll in dieser Untersuchung. Und das war auch ganz offensichtlich. Also es kamen Bemerkungen, wie dass er ein super Autofahrer sei. Und wenn wir dann sagen, ja, aber angesichts ihrer Geschichte, die vielen Delikte, jetzt dieser tödliche Unfall, dann hat er gesagt, Sie müssten einmal mit mir fahren, dann würden Sie auch sagen, dass ich super Auto fahre. Das Gespräch mit der Psychologin Bechli-Bietri führt Hamdi H. freiwillig. Dass er sich so geöffnet hat, das dürfte Strategie gewesen sein. Also man wollte natürlich da zeigen, dass er das nicht wollte, dass er niemanden töten wollte. Das glaube ich ihm sofort. Er war mehr gekränkt darüber, dass er diese Situation nicht bewältigen konnte, als dass er sich schuldig gefühlt hat, dass er das gemacht hat. Im Prozess spielt die Persönlichkeit des Täters eine große Rolle bei der Frage, ob Hamdi H. beim Überfahren der roten Ampel davon ausgeht, dass nichts passieren wird, oder ob es ihm egal ist. Fest steht für die Ermittler inzwischen, Hamdi H. fährt ein illegales Straßenrennen und ist viel zu schnell und vollkommen rücksichtslos auf dem Kudamm unterwegs. Das ist ja eigentlich wie russisch Roulette, ja? Wenn ich in so eine Kreuzung reinfahre, wo ich nicht gucken kann, und dann kann man ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu treffen. Wie macht man das? Naja, es gibt durchschnittliche Fahrzeuglängen, durchschnittliche Geschwindigkeiten und es gibt durchschnittliche Anzahl an Fahrzeugen, die einen Knotenpunkt passieren. Und mit diesen Zahlen konnte man ausrechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, auf ein Fahrzeug zu treffen, 1 zu 28 bis 1 zu, glaube 36 ist das gewesen. Damit ist mir dann noch immer mehr klar geworden, eigentlich wirklich so bei diesen Überlegungen dazu, zur Wahrscheinlichkeit, dass das nicht wirklich gewollt, aber zumindest billigend in Kauf genommen ist, dass dabei jemand ums Leben kommt. Juristen sprechen in solch einem Fall von bedingtem Vorsatz. Und das reicht für eine Mordanklage. Der Berliner Staatsanwalt Christian Fröhlich hat jetzt keine Zweifel mehr. Wichtig war hier zu belegen, dass a. ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen wurde und b. dass hier auch Mordmerkmale zu Buche schlagen. Die drei Mordmerkmale, die bei diesem Geschehen hier eine Rolle spielen, waren Mord aus Heimtücke, der Mord aus sonstigen niedrigen Beweggründen und die Tötung mittels eines gemeingefährlichen Mittels. Heimtückisch tötet jeder, der die Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers ausnutzt. Sprich, ein Opfer, das mit keinem Angriff auf sein Leben rechnet, ist arglos. Und aufgrund dieser Arglosigkeit in seiner Wehrhaftigkeit natürlich auch eingeschränkt, sprich wehrlos. Das war hier bei dem Geschädigten zweifelsfrei der Fall. Er fuhr als berechtigter Straßenverkehrsteilnehmer in die Kreuzung bei Grün ein und musste nicht damit rechnen, dass von seiner linken Seite auskommend zwei Autos auf ihn zurasen. Bei dieser Geschwindigkeit ist einfach klar, man kann vor der Kreuzung nicht mehr halten. Aber in dem Moment, wo ich dann das Gaspedal runtertrete, fälle ich für mich auch die Konsequenz, es ist mir egal,
wer die Kreuzung quert. Ich will gewinnen und das ist mein oberstes Ziel. Und damit erfüllt man zum Beispiel das Mordmerkmal niederer Beweggrund. Das dritte Mordmerkmal war die Tötung mittels eines gemeingefährlichen Mittels. Wir hatten hier zu konstatieren, dass die Angeklagten mit ihren beiden hochmotorigen und schweren Limousinen mit irrsinniger Geschwindigkeit in diese Kreuzung eingefahren sind und ein anderes Fahrzeug getroffen haben. Damit sind die Mordmerkmale erfüllt. Das Landgericht lässt die Mordanklage zu. Am 6. September 2016 beginnt der Prozess. Zum ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte droht zwei Rasern eine Verurteilung wegen Mordes und damit eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Wir haben trotzdem während der Gerichtsverhandlung noch nicht so dran geglaubt, dass es auch entsprechend verurteilt wird. Haben uns dann aber auch immer gefragt, ja, was denn dann? Im Prozess um ein illegales Autorennen sind heute zwei Berliner Raser wegen Mordes verurteilt worden. Die Kammer begründete ihr hartes Urteil damit, dass die beiden Angeklagten durch ihre extrem hohe Geschwindigkeit und die Missachtung mehrerer roter Ampeln den Tod eines anderen Verkehrsteilnehmers billigend in Kauf genommen hätten. Und da hat insbesondere das Gericht eben auch meine Argumentation übernommen im Hinblick auf das gemeingefährliche Mittel, das Fahrzeug als Waffe in dieser konkreten Tatsituation. Das Urteil eine Sensation. Und die Politik will nicht zurückstehen. Um illegale Autorennen einzudämmen, bei denen sich viele Fahrer wie hier mit Dashboardkameras selbst filmen, wird das Gesetz verschärft. Prüfen Sie die Heckkamera. Selbst wenn niemand zu Schaden kommt, drohen dafür jetzt 2 Jahre Haft. Fast gleichzeitig landet der Kudamm-Raser-Fall beim Bundesgerichtshof. Die Verteidigung hatte Revision eingelegt. Der BGH gibt dem statt. Der Fall muss neu verhandelt werden. Es beginnt ein jahrelanges juristisches Tauziehen. Am Ende bleibt es bei der Verurteilung von Hamdi H. wegen Mordes. Weil sein Auto nicht mit dem des Opfers kollidierte, wird Marvin N. nur noch wegen versuchten Mordes verurteilt. Als persönlicher Eindruck von diesem gesamten Verfahren bleibt für mich hängen, dass es jedenfalls wert ist, auch mal juristisches Neuland zu betreten, dass es sich lohnt, möglicherweise auch Rechtskonstruktionen neu zu denken, auch Paragraphen neu zu denken und neu zu interpretieren. Ich hoffe, dass ich mit dieser Verurteilung ein Zeichen setzen konnte. Die Richter gehen mit dem Mordurteil weiter als je ein anderes deutsches Gericht zuvor. Wird das andere Raser abschrecken? Also ich glaube nicht, dass der Kudamm-Raserfall oder das Mordurteil, dass das für, wirklich für Abschreckung sorgt. Weil die Gruppe dieser Hamdi Has, die machen das und die machen das ja, weil sie sich eben nicht überlegen, was die Konsequenzen sein würden. Solange es keine andere Lösung gibt, bleiben Polizei und Richtern nur die Mittel des Strafrechts. Dabei lässt auch die Ermittler von damals der Fall bis heute nicht los. Der Verkehrsunfall war in den Medien. Ich hoffe, dass er Augen geöffnet hat, dass er wachgerüttelt hat. Das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass die Leute korrekt bestraft werden für das, was sie getan haben. Man muss auch ein Zeichen setzen. Man muss auch dagegen vorgehen, weil man dem auch zeigen muss, nee, das lassen wir jetzt nicht mehr so durchgehen. Die Angehörigen von Michael Waschitzki hätten sich mehr gewünscht, dass die beiden Raser Reue gezeigt hätten für den Tod des Vaters. Doch das sei bis heute nicht geschehen. Seit der Gesetzesänderung 2017 wurden allein in Berlin mehr als 3.600 Verfahren wegen illegaler Autorennen eingeleitet. Bis Ende 2021 wurden über 670 Raser verurteilt.